Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen. Das ist ein chinesisches Sprichwort und das trifft auf mich vollkommen zu. Meine Quelle sind gute Reviews hier für euch zu veröffentlichen. Und deshalb möchte ich auch mal abseits von Lego verschiedene Produkte testen, einfach um mal einen Überblick zu bekommen. Auf diese Reise nehme ich euch in diesem neuen Videoformat mit. Ganz viel Spaß und los geht's! So, jetzt sind wir draußen und ich kann euch eben erklären, worum es geht. Ihr seht, es ist grün. Ich laufe auch bei grün über die Ampel. Es geht darum, dass ich einfach ein bisschen eine neue Perspektive auf Lego generell werfen will. Und ja, auch die Konkurrenz von Lego hat nichts damit zu tun, dass ich Lego nicht mag oder sowas. Aber man muss ja immer so ein bisschen weltoffen sein. Und ich habe da auch Lust, mal irgendwas anderes auszuprobieren. Und habe durch den YouTube-Kanal da auch die Chance zu. Deshalb nehme ich euch da einfach mal mit, mal schauen, was da so kommt. Ziel von heute wird übrigens sein, bei Playmobil mal vorbeizuschauen. Das hatte ich ja schon vor einiger Zeit gemacht, dass das aber jetzt rausgekommen ist, das finde ich nochmal genialer. Deshalb, ja, gucken wir heute da mal nach. Ist natürlich nicht bezahlt, ich werde von Playmobil nicht bezahlt, leider. Sonst würde ich so ein Auto da fahren. Shit, Mann, ich weiß gar nicht, wo die Playmobil-Abteilung ist. Das ist ein Problem. Aha, hier sind wir wohl. Oh, okay. Nice. Und sowas hatte meine Schwester damals. Weiß ich noch. Das habe ich immer als Klonbasis benutzt. Okay, Freunde. Ich habe gefunden, was ich haben wollte. Out. Raus hier. Schnell, schnell. War sogar noch reduziert. So, ich weiß jetzt nicht, wie viel man im Laden verstehen konnte. Aber Mission ist erfolgreich geglückt. Ich habe den neuen Back to the Future Playmobil Adventskalender gekauft. Erste Sache, das Ding ist 5 Euro teurer als der Lego Adventskalender. Fällt mir auf. Hat nur 97 Teile mit dabei. Und es ist mir furchtbar unangenehm, damit durch die Gegend zu laufen. Ich hätte eine Tüte mitnehmen sollen. Ich weiß nicht wieso, aber es fühlt sich einfach seltsam an, als erwachsener Mensch mit so einem Playmobil-Ding durch die Gegend zu laufen. Wenn man genau weiß, dass man es nicht verschenkt, sondern selber aufbaut. Aber gut, ja, beziehungsweise was heißt aufbauen? Ihr fragt euch jetzt aber bestimmt, warum ich das hier überhaupt mache. Nun ja, ich sag mal so, es ist so ein bisschen Impuls kaufen, weil, oh, seht ihr das? Hill Valley. Oh Mann ey, das wollte ich schon Ewigkeiten aus Lego haben. Und jetzt haben wir hier endlich die Möglichkeit dazu. Ach, leider nur aus Playmobil. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann auch nochmal aus Lego kommt. Nun ja, kann man nichts dran machen. Bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt von innen aussieht. Also ich denke mal, man muss es so öffnen. Oh ja, ach, schaut euch das an. Das ist der Adventskalender nochmal im Umkarton. Das ist ein bisschen unnötig, bei Lego geht es ja auch mit Umklappen. Aber, ach so, okay gut, das finde ich jetzt schon mal ein bisschen seltsam. Ihr seht, da ist der Krempel da innen drin im Karton. Und dann halt noch der Kalender an sich, weil das die Schule wahrscheinlich größer ist. Moment mal, ist die Schule aus... Die Schule ist halt aus Pappe. Wow. Wow, die Schule ist aus Pappe. Och man. Ja, okay, das finde ich ein bisschen lame. Muss ich ehrlich sagen. Dann haben wir hier noch so Straßenteile. Die hatte meine Schwester damals auch. Da kann man die Laternen so reinstecken. Und das Kabel. Na gut, ich denke, werden wir im Laufe der Zeit noch brauchen. Oh, schaut euch das mal an. Das ist heftig. Das würde ich bitte mit Lego-Figuren sehen. Das ist das Bild von Marty McFly und seinen Geschwistern. Dann haben wir hier noch so, ja, was auch immer. Dann haben wir hier die Straße, das ist auch Pappe und die Anleitung. Ah, okay, so baut man das Haus zusammen. Ja gut, das machen wir dann am Ende auch noch. Also der Karton ist quasi nutzlos. Ich hätte jetzt gedacht, dass man den Karton irgendwie als Hintergrund benutzen kann oder sowas. Schade. Machen wir die Nummer 1 auf und da haben wir hier erstmal keine Anleitung. Und die Pappe ist auch, die ist dicker als bei Lego, aber dafür von innen nicht so schön. Haben wir Marty McFly ohne Plastiktüte. Das finde ich interessant, dass das geht. Würde mich mal interessieren, ob da tatsächlich irgendwie hier Teile durchfallen können bei so kleineren. Ach so, deshalb sind die Teile hier einzeln eingepackt. Das finde ich richtig gut, dass das nicht immer einzelne Plastiktüten drin ist. Hier hinten steht Text. Also das geht gar nicht mit dem Text hier hinten drauf, finde ich. Und da hat er hier seine Sonnenbrille. Ja gut, das Gesicht sieht jetzt auch nicht so aus wie bei Marty McFly. Naja, gut. Oh,
Auch die Haare kann man auch nicht so gut abnehmen wie bei Lego. Ja, es tut mir leid, aber mit den Figuren von Playmobil werde ich irgendwie noch nicht so ganz heiß. Schade. Was ich außerdem an Playmobil genial finde, ist, dass man das Ganze sogar auch noch mit dem DeLorean erweitern kann. Den gibt es noch als Zusatzset quasi, haben wir vorhin im Laden gesehen. Das heißt, das könnte man rein theoretisch als Adventskalender kaufen und den DeLorean dann dazu am Ende an Weihnachten halt schenken, dass man dann komplett Hill Valley hat. Finde ich cool. Weiter geht es Mitte der Nummer 2. Und hier ist sogar einzeln eingepackt. Das sind jetzt. Ach, das ist seine Gitarre. Hier hat er seine Gitarre. Nice. Und die Nummer 3, die ist jetzt tatsächlich sogar ziemlich groß hier unten. Also die Nummer 3, das hätte ich ja absolut als entweder 6 oder 24 genommen. Naja, gut. Hier ist jetzt. Ach, das ist diese Boosteranlage von ihm. Ah, okay, gut. Die macht man so zu. Ja, okay. Ach, jetzt muss man hier wieder Aufkleber draufkleben. Ja, okay, gut. Also das gehört hier dann so drauf und habt ihr halt die Boosteranlage. Weiter geht es mit der 4. Und da haben wir. Oh, da haben wir sogar Verpackung drin. Und es ist eine Straßenlaterne. Ich glaube, das gehört jetzt zu dem anderen Teil von der Straßenlaterne, aber ich habe keine Ahnung, wo die Anleitung für das Ding ist. Bauen wir gleich am Ende auf. Und hier haben wir. Ach, was ist das denn? Ach, das ist ein Kronleuchter oder sowas. Ach, das ist die andere Straßenlaterne. Baue ich gleich auch am Ende auf. Das ist jetzt. Ja, nicht so spannend gewesen bis jetzt. Dann haben wir jetzt Nummer 5, Nummer 6. Jetzt kommt Nikolaus. Da müsste nochmal irgendwas Krasses drin sein. Oh ja, da haben wir Jennifer mit drin und. Jennifer. Also, ich wusste, dass es Jennifer war, weil es auf der Verpackung stand. Aber ich muss sagen, dass das Gesicht überhaupt nicht so aussieht wie bei Jennifer. Ich glaube, das ist halt diese Playmobil-Optik mit den Augen, aber. Ja, Mann, ne, sorry, aber das catcht mich irgendwie noch nicht so richtig. Ja, auch hier kann man die Haare wahrscheinlich wieder, ja, man kann die Haare wieder abnehmen. Dann haben wir hier die Nummer 7. Und da haben wir, haben wir Jennifers Handtasche und ihre Bücher mit drin, sowie nochmal so Polster, die man hier an den Arm ranmachen kann. Dann haben wir die Nummer 8. Und die Nummer 8 ist. Wie stumpf. Es ist halt einfach die Parkbank. Die braucht man natürlich auch, weil da halt Jennifer und Marty quasi nebeneinander drauf sitzen. Nummer 9 haben wir nochmal von Jennifer. Ach, das ist der Rucksack. Seht ihr, das ist der Rucksack hier mit der Zeitung. Save the Clock Tower. Auch nicht schlecht, vor allem die Zeitung ist sogar auch bedruckt. Nummer 10 haben wir. Ah ja! Haben wir Doc Brown und oh Mann. Das ist Doc Brown, wie ihr sehen könnt. Und auch hier muss ich ehrlich gesagt sagen, der Schriftzug hinten, den finde ich nicht so schön. Und die Augen, das ist doch nicht Doc Brown. Naja, gut, er hat ja auf jeden Fall so einen Umhängeteil dran. Er hat hier diesen Anzug an, den man im ersten Teil sieht, hier mit dem Atomzeichen hinten drauf. Und halt hier so ein bisschen so ein Kragen. Das mit dem Kragen finde ich ganz cool. Und in der Nummer 11 müssten wahrscheinlich seine Accessoires noch drin haben. Oh ja, hier haben wir diesen Notanzug quasi, mit dem man Marty dann durch die Scheune laufen sieht. Das ist ganz cool. Ihr seht ja da vorne auf dem transparenten Teil ist noch was drauf gedruckt. Das finde ich nicht schlecht. Nummer 12. Also vor allen Dingen finde ich gut, dass die Sachen nicht immer alle einzeln eingepackt sind. Hier sind sie jetzt eingepackt, weil es natürlich kleine Teile sind. Aber bei den anderen muss es ja gar nicht. Ah, das ist dann hier quasi seine kleine Tasche, die er dann noch quasi, ups, hier vorne dran hängen kann. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir die Nummer 13. Und da haben wir wieder Aufkleber. Ah, okay. Das ist das Twin Pines Mall Schild, sogar mit zwei verschiedenen. Einmal mit 1:16 und 1:34. Das ist natürlich praktisch. Hier könnt ihr das dann auch aufstellen, quasi mit diesem Stecksystem wieder bei den Straßen, was wir gerade eben gesehen haben. Dann haben wir die Nummer 5. Ach nee, halt 14 müssen wir zuerst machen. Da haben wir das Nummernschild. Da haben wir hier einmal das Nummernschild.
Das kann dann so eine Figur halt hier in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, ob man das dann auch wirklich an das Playmobil-Auto dran machen kann. Wir haben aber dann auch noch hier die Videokamera. Die hat bei Lego im Set einfach gefehlt, beziehungsweise war nicht enthalten. Hier ist sie jetzt aber mit dabei. Die kann auch von der Minifigur dann halt quasi in die Hand genommen werden. Ist ganz nett. Jetzt kommen wir aber zur Nummer 15 und da haben wir Marty mit dabei. Also ich glaube, dass es Marty ist. Ganz ehrlich, es könnte auch Michael Jackson sein hier mit diesen Hosen mit dem Orangen da unten dran. Vielleicht gehört ihm auch der Helm, den wir vorhin ausgepackt haben. Weiß ich nicht. Passt ihm auf jeden Fall auf den Kopf. Ich muss ehrlich sagen, dieser komische Topfschnitt, den die hier oben haben, sieht ein bisschen seltsam aus. Aber gut, vielleicht bekommen wir ja noch was für ihn. Wir haben jetzt die Nummer 16. Ach, und da, ah ja, okay, hier haben wir Martys Helm quasi. Da haben wir dann den gelben quasi. Also das ist eigentlich der gleiche wie der weiße. Weiter geht es mit der 16, ach, 17. Also die Türen gehen nicht so ganz leicht auf. Haben wir hier. Oh, da haben wir den Comic, wo Marty dann halt mit diesem Ding hier durch die Gegend läuft und seinen Vater erschrickt. Und dem Föhn. Genau. Sehr cool. Das ist der Walkman dann. Playmobil Story. Ey, da steht echt Playmobil Story drauf. Ich glaub's nicht. Die wollen die Brick Story faken. Und wir haben hier die Nummer 18. Und das ist. Wer ist das denn? Ach, das ist Biff Tannen. Oh, und dem haben sie sogar andere Augen gegeben. Hier haben wir Biff Tannen, diesmal ohne Topfschnitt. Sehr cool. Und dann halt, ja, mit der Jacke und den Augen. Ganz so böse guckt er jetzt, denke ich auch nicht, aber gut. Ja, ist halt was Spezielles. Nummer 19. Da haben wir den Enchantment Under the Sea Dance, sollte auch eben ein Begriff sein, der den Film geguckt hat. Und oh, da kann man sogar das hier hinten ausklappen. Das finde ich ganz cool. Dann könnt ihr das hier quasi aufkleben. Und die Nummer 20 haben wir. Was ist das denn? Da könnt ihr sehen, das ist das Skateboard von Marty halt. Oder irgendjemand anders. Ich finde, das sieht nicht so ganz aus wie ein Skateboard. Das sieht eher aus wie, keine Ahnung, Holzpfannenwender oder so. Aber dank diesem Ding kann man sogar da eine Minifigur draufsetzen, quasi, dass die da drauf steht. Nicht schlecht. Weiter geht es mit der Nummer 21. Also es geht echt schwer auf, muss ich sagen. Oder ich bin gerade einfach nur zu dumm. Hier haben wir, ganz ehrlich, ich kann nicht sagen, wer das ist. Also ich glaube, es soll Marty sein. Aber irgendwie. Ich glaube, es soll Marty sein, aber er hat halt auch wieder so einen komplett neutralen Gesichtsausdruck. Mysteriös. Na gut, dann haben wir hier die Nummer 22 und da haben wir hier einmal den Blitz mit dabei, der dann halt oben auf dem Rathaus ist, sowie dann halt einmal so ein Kabel, was man dann quasi noch verbinden kann. Das ist ganz cool, kann man die Szene mit aus dem Film nachspielen und sich bestimmt auch irgendwie so eine Vorrichtung bauen, dass die Minifigur da halt runtersliden kann. In Türchen Nummer 23 haben wir dann, ja, haben wir Lou's Café. Ach, das ist der Brief. Ah, das ist der Brief von Marty. Sehr cool. Also die Details gefallen mir echt sehr, sehr gut an den am Playmobil-Set hier. Was solche kleinen Sachen angeht, die man halt aus den Filmen wiedererkennt und dann so eine Freude hat. Die Frage ist aber, welches Kind wirklich Back to the Future kennt und noch Playmobil spielt, sehe ich irgendwie nicht so ganz die Schnittmenge. Aber gut, haben wir die Nummer 24 und da haben wir dann Doc Brown. Och, guckt euch das an, der hat endlich das perfekte Haarteil. Bisschen inspiriert von Lego, wie ich finde, das hier oben mit, also hier oben ist eigentlich immer die Noppe, dann Lego hat genau ein ähnliches, sehr, sehr ähnliches Haarteil, sagen wir so. Und er hat dann hier diesen Pullover an, die er auch im Film hat. Das ist eine schöne Figur. Die gefällt mir echt gut. Alles in allem. Der Kalender, da gehen manche Türen schwerer auf, aber er ist massiver als bei Lego. Passt super. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Man hätte vielleicht noch den Karton mit integrieren können, dass man sich da noch irgendwas draus bauen kann. Diese ganzen Plastiktüten finde ich gut, dass bei den Figuren zumindest auf die Plastiktüten verzichtet wurde. Kann ja nichts passieren. Die Aufkleber sind irgendwie unangenehmer
als bei Lego. Also jetzt zum Beispiel hier, ja gut, jetzt gehen sie ab, aber na, weiß ich nicht, bin ich kein großer Fan von. Weiß, und würde mich mal echt interessieren, wie viel das mehr gekostet hätte, das hier rauf zu printen. Ich meine, bei den kleineren Sachen ging es ja dann auch und bei den Figuren ging das auch. Mit den Figuren werde ich noch nicht so ganz heiß, also gerade der Gesichtsausdruck hier, ja, irgendwie nicht so cool. Dann hätte ich mir gewünscht, also gut, wahrscheinlich steht es auch irgendwo auf dem Karton, ich habe es mir nicht genau angeguckt, um halt keine Spoiler zu bekommen, aber ich hätte mir hier gewünscht, dass man keine Pappe nimmt. Also, weil das, also ich bin ehrlich, das hätte bei mir keine 2 Wochen durchgehalten und dann wäre es wahrscheinlich irgendwie kaputt gewesen oder so. Ja, ich habe auch jetzt nicht so viel Lust, das zusammenzubasteln. Das hätte man definitiv noch ein bisschen besser machen können, muss ich ehrlich sagen. Oder, also, weil das ist ja eigentlich das, was man von so einem Adventskalender erwartet, dass man sich Stück für Stück meinetwegen so Säulen aufbaut. Klar, wäre wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen teurer gewesen. Aber letzten Endes das, was man hier auf dem Bild größtenteils sieht, das ist dieses Haus und das Haus mit dem Baum. Und das ist halt alles nur Pappe. Das war mir am Anfang nicht so ganz bewusst. Hätte ich mir noch. Und das hier hinten sieht übrigens auch so aus, als ob es noch mit dem Set drin dabei wäre. Ja. Okay. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Ich frage mich, welches Kind Back to the Future kennt und mit Playmobil noch spielt. Aber wird es bestimmt welche geben. Und ansonsten gibt es auch bestimmt Kinder, die einfach nur gerne irgendwie so halt was zum Spielen haben wollen. Und für die ist es natürlich auch was ganz Cooles, so Figuren zu bekommen. Meine Reise auf der Suche nach anderen Objekten abseits von Lego geht weiter. Bis jetzt bin ich noch nicht so ganz überzeugt, aber ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Habt einen tollen Tag und bis dahin. Ciao, ciao.